So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams der Dicke. Wir haben mal wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Hier ist der Adi, der muss jetzt runter, denn wir haben hier ein dickes, fettes, schweres Paket mit Vorsicht Glas auf Kleber und ich kann es nicht fassen, als die Postfrau das die Treppe hochgepackt hat. Ich bin ihr noch entgegengelaufen und ich dachte, ich kann das vielleicht nehmen. Da stellt die das hin. Sagt, ja, das ist deins. Und dann hebt die das nochmal an, kippt das auf die Seite und lässt es einfach nochmal auf die Treppe drauf fallen, so. Ich stehe da und denke, okay, ich heb's auf und sie, das ist frei schwer. Und ich denke, wow, da steht ja nicht überall Vorsicht, ne? Da muss man es nochmal zeigen, wie man es nimmt und auf die Treppe wirft. Fand ich auf jeden Fall sehr schön. Das ist das Paket, wie gesagt, riesengroß. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Der Fritz Blöd hat da so ein Geheimnis draus gemacht. Also der Urinalbecken. Er hat gesagt, ich habe da was, das kommt deinem Kanal zugute. Für Thomas ist auch da was drin. Aber brauchst du kein Video machen oder besser gesagt, eigentlich möchte er nicht, dass ich ein Video mache. Aber es ist ja mein Kanal, wenn ich eins mache, er kann nichts dagegen machen. Ich nehme es jetzt erstmal auf und je nachdem, was ich drin ist, entscheide ich dann, ob ich es hochlade oder ob ich es nicht hochlade. Ich packe jetzt erstmal hier die Seiten auf, ja, das ist wichtig. Oh, da ist die halbe Hand schon wieder weg. Adi, da guckst du auch, gell? Wie genial, das ist so ein riesengroßes, fettes Paket, wo ich gar keine Ahnung habe, wo ich da überhaupt reinschlitze. Doch, das sieht eigentlich gut aus, dass das jetzt hier wenigstens ein bisschen auf ist. Und jetzt hier auch irgendwie ein bisschen auf geht oder auf wird. Wer nichts wird, wird, wird. Mann, das ist so dick. Das ganze Klebeband und der ganze Karton an sich. Ich fliege da überhaupt nicht durch. Jetzt schneiden wir uns hier entlang, aber irgendwie funktioniert das auch nicht. Also machen wir den und den hier. Und den noch da hinten. Genau, Adi, weichen wir aus. Es ist hier gefährlich heute. Jetzt einmal durch die Mitte. Ich glaube, ich habe noch nie so lange gebraucht, um ein Paket aufzumachen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt machen wir das auf. Jetzt klappen wir das in alle erdenklichen Richtungen und schauen, was da drin ist, Adi. Das heißt, hier ist noch eine Klappe dran. Und hier ist noch eine Klappe dran. Und jetzt gucken wir mal. Ich habe hier ein Sixpack-Träger-Karton vom Störtebäcker. Ein. Hä? Bin zu. Mann, das sieht aber gut aus. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den hier unten zusammengefriemelt. Und hier oben ist der so ein bisschen kaputt, würde ich dazu sagen. Also, das war wohl mal ein Sixpack vom Störtebäcker, das so zu kaufen gab. Und vielleicht die einzelnen Flaschen jetzt rausgezerrt. Und in den Karton rein und jetzt den Papp hinterher, aber irgendwie, also der Papp sieht nicht mehr so stabil aus, der, weiß ich nicht, kann man sich jetzt an die Wand hängen natürlich, vielleicht, ich tue ihn mal in die Wanne rein, dann ist gut. Was sehe ich hier als erstes? Meine Augen sehen eine Capri-Sonne, das ist sehr schön, ich glaube, die werde ich gleich aufmachen, ich habe nämlich Durst und werde mir gleich mal einen Schluck hier gönnen. Aus der feinen Capri-Sonne. Multivitamin. Wann habt ihr das letzte Mal eine Capri-Sonne getrunken? Ah. Fühlst du dich wieder wie ein kleines Kind? Also so wie ich mich immer fühle. Dann haben wir hier noch mehr Capri-Sonne. Wir haben nämlich hier noch ein Päckchen schön dabei. Auch Multivitamin. Wir haben hier drüben noch ein Päckchen Multivitamin. Wir haben hier Bier, das gute Störtebäcker Bier. Wir haben einmal Störtebäcker Brauspezialitäten. Hanse Porter, ne? Mit 4,0% Alk. Ich dachte erst, da steht 40%, aber Störtebäcker Hanse Porter. Guckt euch die Schiffe an. Guckt euch das an, wie heftig das immer ist. Störtebäcker Bier ist auf jeden Fall immer was Besonderes. Dann haben wir Störtebäcker Atlantik Ale oder Ale. Mit 5,1 haben wir als nächstes. Und was für dicke, fette, große, schwere Flaschen. Da denkst du, da sind 10 Liter drin. So dick und groß und fett, wie das ist. Das Papier tun wir wieder hier rein und haben die nächste Störtebäcker Flasche mit
Kellerbier 1402, 4,8%. Das müssten ja dann insgesamt 6 Stück sein, ja, wenn das alles so passt, wie es passen soll. Jetzt haben wir mal ein Stück. Ne, das ist noch nicht frei, das müssen wir noch drin lassen. Dann Störtebäcker Bernstein Weizen 5,3. Das sieht aus wie eine Weinflasche. Also da müsste man ein richtig tolles Tasting eigentlich draus machen. Störtebäcker Pilsner Bier 5,9. Eine Flasche fehlt noch. Das ist die hier drüben. Und zwar ein Störtebäcker Baltic Lager mit 5,5. Und ich weiß nicht warum, aber die Flasche ist halt wirklich einfach ultra schwer. Ich habe noch nie so eine schwere Bierflasche in der Hand gehabt. Jetzt versuchen wir das mal hier irgendwie rauszukriegen. Im Ganzen. Irgendwie. Mann, das tut sich durchs ganze Paket irgendwie durchschlängeln. Hast du nicht irgendwo ein Ende? Jetzt haben wir das Ende gefunden. Adi, guck, das ist das Ende. Jetzt ist es unten. Und wenn der Adi jetzt auch unten ist, können wir es dann vielleicht ja wieder hoch tun. Ne? Ungefähr so. Jetzt ist es wieder oben, Adi. Guck, wie schön wir das gemacht haben. Da kannst du dich jetzt reinlegen. Und dann kannst du da gemütlich dir eine Hängematte draus basteln oder irgendwas. Guck dir das an. Das ist Katzenfutter. Sanabel Something Special Indoor für Hauskatzen. Ein dicker, fetter Sack. Kenne ich noch nicht. Noch nie gesehen, so eine Marke. Reduzierter Energiegehalt. 20% Geflügel, 5% frischer Fasan und 5% frische Leber. Schön Fasan für die Katze. Ich wusste immer, der Adi, der speist besser als die Großen. Ne? Wir als Menschen, wir haben nichts, aber der Adi ist der Fasan-King. Dann aber noch ein Beutel. Kitten mit Geflügel. 25% Geflügel und 5% Leber. Das heißt, 70% Luft bleibt auch noch übrig. Noch ein schöner Beutel. Ja, der ist sowieso immer nachts heimlich in der Küche. Nascht er dann immer so sein Trockenfutter weg. Tagsüber tut er so, als interessiert ihn das nicht. Und nachts geht er dahin und nascht das immer komplett leer. Dann haben wir hier eine Dose Astra. Astra Urtyp. Seit 1909, da sind auch Schippe drauf, wie ihr seht, ne? Da ist ein Onger, sehe ich, da ist ein Totenkopf drauf und ansonsten habt ihr da Astra, edles Design für eine edle Dose, da haben wir eins, da haben wir zwei, da haben wir drei, da haben wir vier, da haben wir fünf, ne? Adi, merkst du, wie es langsam schwerer wird auf der Pfote? Dann haben wir hier, was ist das? Zutaten. Feigen, 1A Feigen Senfsoße. Mit was isst man das am besten? Das ist süßlich, aber auch scharf. Schöne Butterbrötchen mit Marmelade oder auf der Bratwurst. Die Feigen Senfsoße. Da müsst ihr mir mal sagen, zu was man das isst, dann kann ich das da mal ausprobieren. Dann haben wir hier eine Chili Mayonnaise. Mayonnaise, schön für Hamburger oder irgendwas mit Pommes dabei von Miracle Whip. Jetzt Chili-Mayonnaise, also eine scharfe Mayonnaise. Ihr seht, alles irgendwie auch köstlich und lecker. Dann haben wir hier Google Play Cards. Ach du Scheiße. Eine 50 Euro Google Play Card plus eine 25 Euro Google Play Card. Das sind die höchsten Beträge an Google Play Cards, die ich je irgendwo in einem Paket oder sonst was bekommen habe. Jetzt muss ich nur mal schauen oder mich mal erkundigen oder er muss mir das mal sagen, was ist jetzt meins und was ist ein Thomas seins? Der Thomas, der macht ja auch immer gute Arbeit. Der Thomas, ohne Thomas könnten wir viele Dinge gar nicht auch machen. Klar, der Marco hat viel auch immer ausgeholfen oder der Tobias, Jan Tobias hat viel ausgeholfen, aber Thomas macht wirklich 90% der Arbeit mit und ist präsent und unterhält euch und ihr wollt immer Thomas sehen, mehr als mich sogar. Deswegen für mich wäre es gar nicht so abwegig, wenn Thomas die 50 bekommen soll und ich die 25, da frage ich nochmal nach.
Aber wenn der Fritz sagt, nee, Ramses, 50 für dich, dann nehme ich das natürlich gerne an, ne? Dann aber hier, wo wieder was für ein Adi, was Stinkendes, ne? Aumüller, Baldrian, Katzenspielkissen, Alpaka, Angie, Baldrian-Effekt, animierend, aktivierend, anregend, Dingelspelz aus ökologischer Erzeugung, deutsche Herkunft, beste Baldrian-Wurzel in Apothekenqualität. Wollen wir das mal auspacken? Mal gucken, wie es riecht. Jetzt habe ich schon mal so einen Fisch bekommen per Post. Der riecht auch ein bisschen muffig. Den Rest lassen wir da drin. Oder nehmen wir, zeigen euch mal kurz hier das Bild, wie die Katze sich da auf das Alpaka stürzt und sich das Alpaka krallt und da rumreibt mit dem Alpaka zusammen. Merkt man schon, hier innen drin, Baldrian, ja. Baldrian. Boah. Obwohl, der Fisch, der roch viel strenger. Das geht ja eigentlich. Das geht auch noch. Adi, guck, wie das geht. Jetzt möchte ich euch aber mal kurz zeigen, wenn ich Adi versuche, das Alpaka zu geben. Guck mal, Adi. Ein Alpaka. Na? Wirst du schon verrückt? Schnell, sag was. Verrückt werden. Oh, da greift er zu. Da greift er ran ans Alpaka. Guckt euch das an. Zack, Alpaka tot. Das war's. Das waren die letzten Sekunden vom Alpaka, wie es überlebt hat. Oh, Adi brüstet sich, Adi stellt sich auf. Oh, Alpaka und ein Tor. Adi hat das Tor geschossen, wunderbar. Ich glaube, da müssen wir noch mal extra schauen, was damit abgeht. Adi hat übrigens die Zuckung, aber ich glaube, das gefällt ihm sehr gut. Das kommt auf jeden Fall wunderbar an. Wie er da auch rumhüpft, ne? Oh mein Gott. Adi, wir nehmen es dir mal kurz weg. Wir tun es mal dahinter. Du kannst jetzt da hinten in Ruhe deinen Alpaka bespaßen. Wir versuchen uns so lange mal kurz um den Rest von dem Karton zu kümmern. Ich glaube, das Alpaka ist jetzt schon das Highlight. Für den Adi auf jeden Fall. Da dreht er komplett durch. Ach du Scheiße. Moment. Ach du Scheiße. Leute, haltet euch fest. Guckt mal. Pokémon. Let's go Pikachu. Was braucht man, um ein Let's Go Pikachu auf der Switch zu spielen? Eine Switch? Normalerweise. Also, Let's Go Pikachu, Nintendo Switch. Einmal das Spiel. Und ich glaube, ich mich tritt ein Pferd. Jetzt haben wir hier einen riesen Karton. Ein riesen Karton. Ich komme überhaupt nicht klar, in einer riesen Mülltüte drin. Und ihr habt eine Nintendo Switch. Ich glaube, es ist Weihnachten. Ich weiß nicht, es ist schon Weihnachten oder irgendwas? Oder habe ich irgendwas verpasst? Haben wir die Millionen geknackt? Nintendo Switch in einem Karton mit Let's Go Pikachu. Das heißt, vielleicht könnte ich ja doch mal Pokémon Unite zocken, jetzt wo ich eine Switch habe. Vielleicht kann ich Let's Go Pikachu mal zocken auf der Switch und streamen auf Twitch mit der Switch oder sonst wo immer, damit ich da nebenbei immer mal was habe, so zum Zocken. Nicht Wrestling, sondern Let's Go Pikachu. Mich ein bisschen mal vertraut machen, was da überhaupt abgeht. Eine Nintendo Switch. Switch! Ich habe keine Ahnung, wie teuer ist das Ding? Also, erst die Google Play Cards, ja. Dann das Astra Bier. Gut, das Astra Bier, das ist nah. Ich wollte sagen, dann das Alpaka und jetzt eine Nintendo Switch? Fritz? Eine Nintendo Fritz? Warum sollte ich das nicht auspacken in einem Video? Warum sollte das keiner sehen? Die Leute drehen doch bestimmt durch, das ist doch, oh mein Gott, ich, was will ich?
Und hier, was ist das? Das ist ja noch nicht alles. Damit komme ich nicht klar, Bruder. Bruder. Unten ist noch ein Zettel drin. Ich bin komplett total jetzt hier. Ich weiß nicht mal mehr, wie der Beutel hier von dem Karton abgeht. Selbst die Kamera haut schon ab, weil ich überhaupt gar nicht mehr klarkomme. Moment, ich muss das jetzt nochmal hier. Da steht wieder. Was ist das? Nintendo Switch Ring Fit Adventure? Nintendo Switch Software Ring Fit Adventure. Heißt das, ich pack das da dran? Und ich muss da, kann ich damit Sport machen oder so? Save the world while working up a suite in this exercise adventure. Was ja also theoretisch ein Spiel, was du spielst, indem du dich selber bewegst und lenkst und machst und einfach hier, keine Ahnung. Ich glaube, Marie wird sich freuen. Meine ungeborenen Kinder werden sich freuen. Sandra wird sich freuen, Pupsi wird sich freuen, Adi wird sich freuen, mein fettleibiger Körper wird sich freuen. Ich habe noch gar keine Ahnung, was, wie, wo und hin und her, aber das ist auf jeden Fall irgendwas Krasses, irgendwas Teures, irgendwas noch zur Switch dazu, zur Switch zum Spiel, zu allem, zu hin und her, zu dem Beutel, zum Astra, zum was geht ab, Alter. Ich glaube, das ist das teuerste, kräftigste, intensivste Paket, was ich je hatte. Hier ist noch ein Spoiler drin. Hier ist noch ein anderer Zettel. Mensch, die Zettel sehen ja aus wie Drohbriefe, also. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier da drauf steht. So. Hallo Ramses! Sieht man das? Hallo Ramses, eine kleine Spende für deine Mühe mit uns Zuschauern. Abends habe ich meistens schon etwas getrunken, wenn ich dann nervig werde, einfach muten. Sorry dafür. Viel Spaß mit der Spende. Mach weiter so. Mit freundlichen Grüßen, der blöde Fritz. PS, schönen Gruß an Pupsi, Thomas und Adi. Ja, dass der Fritz manchmal komisch ist, das ist ja auch schon aufgefallen, aber das ist alles egal, weil der Fritz ist halt der Fritz und der Fritz, der soll ruhig komisch sein, sonst wäre es ja langweilig. Der Thomas mutet sowieso alles und jeden immer. Und hier steht noch Spoiler. Jetzt muss ich mal schauen. Spoiler, guck dir das an, Spoiler, wenn man das sieht. Inhaltsverzeichnis, Switch Fitnessband. Go, Pikachu, Feigen, Senfsoße, Futter für Adi, Bier, Google Play für Thomas. Den kann ich nicht lesen. Und Reise, Four Hour Channel, keine Ahnung. Wie? Sind jetzt beide für Thomas? Das kann natürlich auch sein. Ich habe ja eine Switch, ne? Was will ich da Google Play gut haben? Muss ich doch mal abchecken. 75 Euro für einen Thomas Google Play gut haben. Ihr seid richtig krank. Ich glaube, da muss ich nochmal 25 draufpacken und gleich einen Thomas 100 geben für seine Mühen. Und dass das alles so ist, wie es ist. Und ich glaube, das Video geht einfach viel zu lange. Aber das Video ist auch einfach nur mega brutal und richtig heftig. Und guckt euch den an. Nachdem das Alpaka jetzt besiegt wurde, liegt er jetzt im Karton und versucht im Karton irgendwie, weiß ich nicht. Adi, was machst du da? Ich glaube, der Adi hat zu viel Alpaka geschnüffelt. Er hat schon den ganzen Karton jetzt hier kaputt gekratzt und aufgerissen. Adi, was ist denn? Ist doch alles gut, oder? Geht's dir gut? Adi? 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 Ich glaube, der Adi ist total aufgeregt, total aufgekratzt, wie der Karton. Das war wirklich. Dankeschön, Fritz. Blöd. Urinalbecken. Wenn ich das nicht hochlade, ne.
Das muss gesehen werden, die Leute müssen sehen, alter krass, wie krass ist das denn, was geht denn da ab? So viel Bier, so viel Störtebäcker, so viel Futter, so viel Alpaka, Senfsoße, Mayonnaise, plus so viel Google, Playguthaben, Switch mit Spiel und Ring und Action und allem drum und dran. Und der Karton ist jetzt schon wieder auch noch ein Highlight für die Katz an sich. Mann, was machst du da? Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Dankeschön, Fritz Blöd. Danke an diese großzügige Geste, Gabe, was auch immer. Ich muss gucken, ich muss auf jeden Fall was damit machen. Vielleicht auf Twitch mit der Switch, wie gesagt. Da wollte ich ja nebenbei immer mal was Kleines machen, dass mein Kanal nicht so zugemüllt wird. Vielleicht einfach da auch mal eine Runde spielen. Dankeschön dafür. Damit hätte ich nicht gerechnet, das kam unerwartet. Auf jeden Fall richtig krass. Props an den Fritz. Das ist auf jeden Fall mega stark. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.